geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute das angekündigte Question-Answer-Video, wo ich mir mal wieder einige Fragen antun muss. Mein Lieblingsformat! Und keine Angst, bevor jetzt wieder einige labern, das macht mir wirklich Spaß. Und da ich weiß, dass ihr es kaum erwarten könnt, meine hochintellektuellen Antworten auf eure Fragen zu hören, würde ich sagen, let's go! Veronika Hofer sagt, mach mal die Robbe. Okay, bin raus, Leute. Jo, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat allen gefallen. Spaß, 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 Spaß. Natürlich mach ich's. Los geht's! Leg dich auf den Boden, winkel deine Beine an, spann dein Körper wie im Bogen, nimm die Füße in die Hand. Was? Auf den Boden und jetzt deine Beine, wohin? In die Hand und dann? Und dann? Mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Puh, jetzt bin ich aus der Puste, bevor das Video überhaupt richtig begonnen hat. Nice! Hanna fragt, was machst du in deiner Freizeit am liebsten, ne? Das ist eine ziemlich gute Frage. Was mache ich eigentlich in meiner Freizeit? Ich meine, als YouTuber müsste ich doch eigentlich das geilste Leben der Welt haben, oder? Heute bin ich mal produktiv. Und ich bin ein faules Stück Scheiße. Dann lohnt es sich auch nicht mehr, heute was anzufangen. 12 Sekunden später. Morgen mache ich's besser. Tatsache! Wasteflakes, tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe, sagt, lade dir Tinder für Rinder runter. Okay! Wow, mein erstes Match! Jetzt mal ernsthaft, Leute, what the fuck? Luca Schnitzel fragt, wann es endlich Merch gibt. Ich glaube, die Frage sollte jemand anders beantworten, ne? Das ist definitiv ein Fall früher. Let's go aus dem letzten Video! Nein, die sind nicht von meinem Merch, ich besitze nämlich kein Merch. Das Ganze ist einfach nur spaßig gemeint, so wie, ich glaube, das war vor 2 Jahren, die T-Shirts waren. Danke, let's go aus dem letzten Video. NHM fragt eine ganze Menge. Ich nenne jetzt einfach mal die erste Frage, was ich werden möchte. Und zwar bin ich momentan an einer Hochschule, um Volksschullehrer zu werden. Ja, ich weiß, einige werden sich jetzt fragen, der und Lehrer? Die armen Kinder. Aber hey, ich denke, dass ich recht gut darin bin. Na gut, zum Glück bin ich noch in der Ausbildung. Daniel Dörfler fragt, was meine Meinung zur Regierung ist. Okay, das ist jetzt weniger Text als die letzte Frage, aber trotzdem mindestens genauso kompliziert. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung, was dieses Thema angeht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mich das Ganze so wenig interessiert, dass ich nicht mal mitreden könnte bei einem Gespräch darüber. Ich rate euch daher, euch kein Beispiel an mir zu nehmen, sondern euch lieber eine eigene Meinung zu bilden. Der Schusterbuhr fragt, ob ich interessiert an Musikunterstützung bin und er könnte mir einen Beat oder ein Intro machen. Lieber Schuster, ich bin mit meinem Intro eigentlich momentan ziemlich zufrieden, ne? Unter anderem auch, weil diese ganzen Dubstep-Intros, die andere verwenden, einfach nicht mein Ding sind. Mir wurde schon mal ein Intro gemacht. Und ich habe mir sogar schon selbst mal ein weiteres Intro gemacht. Aber die verwende ich trotzdem, nur machen wir nur das Hauptintro immer noch das, was wir alle kennen. Das Originale! Let's go! Mercurius 12 fragt mich, ob ich mir einen Bart wachsen lassen möchte. Er wettet mit mir um 10 Euro, dass ich mir keinen Bart wachsen lassen kann. Sarah Hashtag Margin fragt mich, was mir am meisten Angst macht. Am meisten Angst? Das ist äußerst schwer. Ich habe nicht vor vielen Dingen Angst. Oder ich habe das Ding, das mir Angst macht, noch gar nicht getroffen und kenne es daher noch gar nicht. Aber wer weiß, wenn ich mal drüber schlafe, vielleicht fällt es mir dann ein. Dann morgen. Guten Morgen, Felix. Hallo, ich bin dein Gewissen. Du wirst niemals ein so guter Lehrer wie ich werden. Nie. Clickbaitboy fragt, warum man nicht mit mehreren Accounts einen Kommentar beim Gewinnspiel schreiben darf. Weil ihr sonst höhere Gewinnchancen habt. Genau kann ich das natürlich nicht kontrollieren, aber ich hoffe trotzdem, dass das klar ist. Auch bei Leuten, die mehr Kommentare schreiben, werde ich nur das erste zählen. Größeren YouTubern ist es vielleicht egal, wenn man mehr als einen Kommentar schreibt, aber bei 300 Leuten wäre es wohl fairer, das nicht zu tun. Eine Weile könnt ihr noch Kommentare schreiben. Andreas Trübswasser fragt mich, wie viel ich für ein Feature verlange. Naja, da ich ja vorher so viel Geld verloren habe, muss ich das ja irgendwie wieder ausgleichen, oder? Darf ich dein Video vorkommen? Natürlich, das macht 20 Euro. Cut! So, Achtung, jetzt gib die Kohle. Ja, natürlich, danke, dass du mitgemacht hast. Here comes the money! Money, 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 money,
gebe ich in diesem Video zu viel Geld aus? P. irgendeine Zahl nichts fragt, ob ich die kleinen Kinder aus der Biondegasse mag. Zur Erklärung, die Biondegasse ist das Gymnasium, wo ich früher war. Und als ich in der Oberstufe der Biondegasse war, ist mir vor allem aufgefallen, dass die Unterstufe, naja, ein bisschen respektlos ist. Als ich in der Unterstufe war und wir haben zum Beispiel Leute aus der 8. Klasse gesehen, haben wir uns meistens gedacht, oh mein Gott, ein paar von denen sind schon erwachsen, die sind viel größer als wir, die haben bestimmt schon mal Sex gehabt. Als ich dann in der 8. Klasse war, wurden wir von Zweitklässlern angepöbelt, weil wir sie 3 Sekunden zu lang angeschaut hatten. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Biondegasse, ich habe das Gefühl, das ist häufig so. Ich hoffe einfach, dass sich das irgendwann mal wieder ändert und alle checken, dass man nicht cool ist, wenn man andere beleidigt und auf dicke Hose macht. Das ist einfach nur lächerlich. Das Problem ist auch, dass viele das ja gar nicht aus freien Stücken machen, sondern einfach mitmachen, um dazuzugehören. Seid lieber ihr selbst, denn das ist das Beste, was man sein kann. An der Stelle ist es, glaube ich, auch mal angebracht, Danke zu sagen. Danke an meine alte Klasse, die mich unterstützt hat und die mich nie verarscht hat. Danke an meine alten Lehrer, die mich trotz all meiner Macken ertrugen. Danke an meine Schwester, die immer an meiner Seite steht, so wie ich auch immer an ihrer stehen werde. Danke an meine Eltern, die mich dabei unterstützen, das zu tun, was mir gefällt. Und vielen Dank an all meine Freunde und all die Menschen da draußen, die mir helfen, jeden Tag lächeln zu können. Ganz egal, wie weit sie weg sind. Und zu diesen Menschen zählt auch ihr, Leute. Danke für über 300 Abonnenten, die mir täglich beweisen, dass was ich mache, nicht komplett bescheuert sein kann. Und falls doch, dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Hoffe ich. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich habe mich tapfer den Fragen gestellt. Und das nächste, das kommen wird, ist die Auslosung der Kappengewinner. Also seid gespannt. Bis dahin hoffe ich, dass es allen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Goodbye!